verfahrenstechnischen Silo-Auslegung. Leg los. Gut. Danke, Harald. Ja, das Thema heute, verfahrenstechnische Silo-Auslegung auf der Basis gemessener Fließeigenschaften. Das ist jetzt sozusagen der theoretischere Abschluss zu den beiden sehr praxisnahen Vorträgen, in denen Sie gesehen haben, was alles so in Silos passieren kann, wenn man halt was falsch macht. Wenn man genau das zum Beispiel nicht tut, ist die Chance, Schäden zu haben, Probleme zu haben, eben sehr groß. Ja, vielleicht nur kurz zu mir. Ich bin Hans Schneider, 24 Jahre bei Zeppelin, 50 Jahre alt, man kann es versuchen, bei Zeppelin und leite dort den Bereich Verfahrenstechnik. Zur Agenda, ich komme kurz eine Einleitung, warum ich das noch alles erkläre heute. Das waren aber die Vorträge von den beiden Haralds schon. Dann komme ich zu Fließprofilen, Fließproblemen in Silos. Als nächstes dann die Messung der Fließeigenschaften bis hin zur Silo-Auslegung, der eigentliche wichtige Punkt. Dann stelle ich noch zwei Prozesse in Silos vor, für die wir das brauchen, und am Ende eine kurze Zusammenfassung. Was Zeppelin macht, wir bauen Anlagen für Kunststoffhersteller, für Verarbeiter von Kunststoffen, Batteriemassen, Reifenanlagen, Food, und bauen aber, und das ist ganz wichtig, unter anderem auch selbst noch Silos. Das heißt, eine Silokompetenz ist da. Wir bauen Mischer, Komponenten und haben den entsprechenden Service. Und deshalb dachten wir, es ist eine gute Idee, dass ich jetzt diesen Vortrag hier von den beiden Spezialisten ergänze. Zur Einleitung, Fragen über Fragen. Warum müssen Silos eigentlich verfahrenstechnisch ausgelegt werden? Ich habe mir das überlegt, was ist eigentlich so, man kann ja relativ leicht ein Silo befüllen, aber wenn das Produkt halt dann nicht mehr rauskommt oder schlecht rauskommt oder durch Beschädigung des Silos herauskommt, dann hat man eben ein großes Problem. Das muss man natürlich vermeiden. Was versteht man dann eigentlich unter der verfahrenstechnischen Silo-Auslegung? Und welche Informationen werden dann dazu benötigt? Woher kommen dann die notwendigen Schüttguteigenschaften, wenn wir wissen, dass wir sie brauchen? Was machen wir dann mit diesen Daten und wie sieht das Ergebnis aus? Viele Betreiber, die haben dann noch die Fragen, nämlich noch mehr Fragen. Kann es zu Unterbrechungen vom Materialfluss kommen? Das haben wir schon gelernt, ja. Können Entmischungen auftreten? Ja. Fließt das Produkt gleichmäßig? Kommt drauf an. Kann ich eine Charge rückverfolgen? Das ist manchmal möglich, aber schon eher schwierig. Lässt sich eine Fehlbefüllung ausschleusen? Und kann ich den Füllstand sicher messen? Und was kann man sonst eigentlich noch im Silo machen? Das sind so Fragen, die Betreiber häufig stellen. Ja, kommen wir zum Start, Fließprofile. Generell kann man das Fließen des Produkts im Silo in zwei Grundfließprofile unterteilen. Einmal Massenfluss. Wenn man wenn den Auslauf öffnet, kommt der gesamte Siloinhalt in Bewegung. Es gibt keine Todzonen. Man hat ein First-In, First-Out. Das Produkt, das eben zuerst eingefüllt war, kommt auch zuerst raus. Und das zuletzt Eingefüllte kommt eben auch zuletzt aus dem Silo. Je nachdem, wie das Silo aussieht, welche Eigenschaften das Produkt hat, kann es eben sein, dass ich in den Ecken, also vom Übergang von Kegel zu Zylinder, tote Zonen ausbilden. Dann spricht man vom Kernfluss. Dann fließt eben nur das Produkt direkt über der Auslauföffnung. Man muss jetzt natürlich noch sagen, es ist nicht so, dass Sie, wenn Sie oben ins Silo reinschauen, sicher feststellen können, dass es ein Kernfluss ist oder ein Massenfluss. Es kann sein, dass Sie einen Kernfluss erkennen, aber es kann von oben auch wie ein Massenfluss aussehen, weil der Übergang irgendwo im zylindrischen Bereich liegt. Ja, und dann muss man vielleicht noch sagen, das ist eben nicht immer so schön symmetrisch, sondern sehr oft auch unsymmetrisch. Und dann wird es nochmal schwieriger, dann haben wir noch mehr Risiken für Beulen. Ja, jetzt kommen wir von Fließprofilen hin zu Fließproblemen. Fließprobleme sind klassisch natürlich Brückenbildung, haben wir gesehen. Wenn der Auslauf geöffnet ist, kein Produkt aus dem Silo ausfließt, kann es sehr häufig daran liegen, dass aufgrund der Festigkeit des Schüttgutes eine Brücke vorliegt und das Produkt eben nicht ausfließt. Bei sehr groben Partikeln könnte das auch ein Verkeilen sein, aber das ist das, was wir hier jetzt eher nicht betrachten. Ein weiteres Problem, das auch mit der Festigkeit des Schüttguts zu tun hat, ist die Ausbildung eines stabilen Schachtes. Das sieht man hier. Das ist jetzt nicht nur der Kernfluss, sondern das ist jetzt, wenn man das Silo entleeren wollte, gibt es in der Mitte hier
so ein Rat Hole, ein Rattenloch sozusagen, und das Produkt fließt einfach nicht mehr. Also der Schacht ist stabil, das ist ein Foto aus dem Silo, das habe ich selbst geschossen, Harald, 4,20 Meter, er hat es auch verwendet, also 4,20 Meter Durchmesser. Die Öffnung hier in der Mitte ist so etwa ein Meter, dieser Schacht. Und was man unten so leuchten sieht, das ist die geöffnete Klappe am Auslauf. Und das Silo war etwa zu, ich sag mal, 45% noch befüllt. Also es war noch 100 Kubikmeter Produkt im Silo. Das musste man dann ja mechanisch irgendwie von oben abtragen. Es war ein riesiges Problem. War einfach die falsch ausgelegte Austraghilfe drunter. Folgeproblem der Brückenbildung und Schachtbildung, das kann jetzt eben auch dazu führen, wenn eine Brücke zusammenbricht, ein Schacht oder Wächte herabfallen, dann gibt es neben den Themen in der Silostatik auch Fließprobleme. Es kann zum unregelmäßigen Fließen des Produktes kommen, das können kurze Unterbrechungen des Produktflusses sein, Schüttdichte, die kann sich verändern, temporär. Und es kann letztendlich auch zum Schießen des Produktes kommen. Da vermischt sich das herabfallende Produkt, das feine Produkt, mit Luft und verhält sich dann flüssigkeitsartig. In einigen Fällen macht das nichts aus, aber es gibt auch Fälle, wenn nur ein Austragsorgan, zum Beispiel eine Schnecke, vorliegt, dann fließt das Wasser, fließt das Produkt wie Wasser aus der Schnecke. Das gilt es natürlich auch zu vermeiden. Ein anderes Thema, Entmischung. Wenn ich ein Silo befülle, habe ich eine Separation am Böschungswinkel von grob und fein. Das feine Produkt zum Beispiel liegt bevorzugt in der Mitte, die groben Partikel, die rollen nach außen. Wenn ich dann das Produkt abziehe, dann kann es eben sein, dass ich zuerst in der Mitte Produkt abziehe, dann habe ich aber den Feinanteil und später, das wäre jetzt der Kernfluss, und später wird dann irgendwann das grobe Produkt ausgetragen. Das heißt, das Entmischungsproblem beim Befüllen des Silos wird erst beim Austrag zu einem Entmischungsproblem, weil ich das falsche Fließprofil, nämlich den Kernfluss, habe. Hätte ich ein Massenflusssilo, hätte ich wieder eine Rückvermischung, weil ja immer quasi scheibenweise das Produkt zurückvermischt wird. Die Entmischung kann auch umgekehrt auftreten. Bei einer pneumatischen Befüllung, dann liegen halt die groben Partikel innen, die feinen außen. Und wenn man dann entleert, hat man eben zuerst die groben und dann die feinen Partikel. Ein anderes Thema, Verweilzeitverteilung. In einem Silo, das ich befülle und dann einen bestimmten Füllstand habe, kann ich das Volumen ermitteln, den Austragsmassenstrom ermitteln und dann kann ich meine Verweilzeit berechnen. Ich muss einfach das Volumen durch Volumenstrom dividieren, habe dann hier eine mittlere Verweilzeit, die das Produkt im Silo liegen wird. Wenn jetzt das Silo Todzonen hat, dann sind diese Todzonen, die fehlen bei meiner aktiven Verweilzeitberechnung, das heißt also, das effektive Volumen ist kleiner und die Verweilzeit, die mittlere Verweilzeit im Silo ist kürzer. Das kann ein Problem sein, muss aber nicht. Wenn ich im Silo einen Prozess ablaufen lassen möchte, wenn ich heizen, kühlen oder desodorieren möchte, dann muss ich natürlich ein 1A Verweilzeitprofil haben und im Massenfluss sieht das eben so aus, da kann ich das schön vorhersagen und im Kernfluss passiert eben irgendwas, vor allem ist aber die Verweilzeit rechnerisch zu kurz. Fließprobleme, weiterhin haben wir dann noch die Füllstandsanzeige. Wenn ich jetzt in einem Kernflusssilo, so wie es hier dargestellt ist, an unterschiedlichen Stellen, mit unterschiedlichen Geräten Füllstand messe, dann werde ich hier zum Beispiel, wenn das Silo voll ist, mit allen die gleiche Information bekommen. Ich habe den maximalen Füllstand, wenn dieser Füllzustand dann herrscht, weil das Silo eben Kernfluss aufzeigt, dann würde der Melder in der Mitte schon einen minimalen würde Minimum melden und die anderen würden Max melden. Das heißt, man wüsste nicht, was eigentlich das Richtige ist. Auf jeden Fall ist die Angabe nicht richtig. Und ganz extrem wäre es natürlich, wenn jetzt der stabile Schacht vorliegt, dann kommt auch kein Produkt mehr, aber es ist noch Produkt im Silo vorhanden. Das heißt, die ganze Wirtschaft, die Logistik, die Planung, die funktioniert nicht, weil das Silo eigentlich nur 20 oder 30% seines Inhaltes hier abgegeben hat und der Rest noch im Silo liegt. Ja, warum jetzt eigentlich, wir haben vorher gesehen, zwei Fließprofile, Massenfluss und Kernfluss. Warum wollen wir den Massenfluss? Und da kann man einfach nur sagen, von all diesen Problemen, die ich vorhin aufgezeigt habe, gibt es beim Massenfluss nur das Problem der Brückenbildung.
das kann auftreten, aber das kann man lösen. Beim Kernfluss kann es auch zur Brückenbildung kommen, es kann aber auch zur Schachtbildung kommen, die gibt es beim Massenfluss gar nicht. Es gibt asymmetrisches Fließen, Entmischung, Todzonen, Schießen, das ist also dieses Selbstfluidisieren des Produktes und eine breite Verweilzeitverteilung. Das heißt also, aus diesem Grund ist es verfahrenstechnisch einfach sinnvoll, das Silo für Massenfluss auszulegen. Massenflussauslegung erreicht man oder erfordert meistens, dass man steilere Trichter hat und glattere Silowände, wenn man jetzt dasselbe Produkt hat. Und durch Schüttgutuntersuchungen und eine gewisse Auslegungsverfahren kann man ganz genau vorhersagen, ab welchem Winkel hier dieser Massenfluss auftritt oder wann man mit Kernfluss rechnen muss. Ja, da hat sich ein kluger Kopf vor mittlerweile über 50 Jahren ein Verfahren ausgedacht, wie er das Fließen der Schüttgüter charakterisiert. Und das Ergebnis dieser doch relativ komplexen Auswertung oder dieser Berechnung ist, einen großen Einfluss hat die Wandreibung und einen großen Einfluss hat die innere Reibung des Produktes auf das Fließprofil. Jetzt kann man vorhersagen, ob man Massenfluss oder Kernfluss in einem Silo haben wird, wenn man das Produkt kennt und die Produkteigenschaften. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich an diese Daten eigentlich ran? Und dazu muss man die Fließeigenschaften im Labor untersuchen. Da gibt es Messverfahren. Einmal, im Amerikanischen sind die genormt, in der ASTM, das Schulze-Messgerät, ASTM D6773 und Jenike ist das ältere Verfahren 6128. Beide Verfahren messen eigentlich die gleichen Eigenschaften. Ein Produkt wird in einer Scherzelle eingefüllt, das sieht man hier, das wird dann von oben belastet und man bewegt dann das Produkt und misst dann die Reibung von Produkt auf Produkt oder alternativ kann man auch das Ganze, das ist eine Rotationsbewegung und hier hat man eben eine Translationsbewegung, das ist das ältere Verfahren, hat vielleicht in der Durchführung ein paar Nachteile. Bei einigen Produkten ist es aber die vorteilhafte Variante. Also man sieht, dass diese Scherzelle hat einen Durchmesser von 93 mm, die ist so standardisiert. Das Produkt wird eingefüllt, wird kompaktiert und dann misst man die Festigkeit des Produktes. Hier ist das nochmal da, also weil das sich in der Darstellung im Translationsschergerät einfach besser erklären lässt. Man hat hier diese Basis, den Ring, den Deckel und dann verschiebt man den oberen Teil, während man eine Normallast aufs Schüttgut aufgibt. Dann stellt man da eine Vorverfestigung ein und man reduziert da die Last und bestimmt da die Festigkeit des Produktes und erhält dann über eine relativ komplexe Auswertung die Festigkeit des Produktes und den inneren Reibungswinkel. Aber das macht ja alles eine Software. Man sollte es aber verstehen, damit man notfalls eingreifen kann, wenn was falsch läuft. Die Wandreibungsmessung, die funktioniert so, dass man die Basis der Scherzelle eben durch ein Wandmaterial, das kann jetzt Aluminium, Edelstahl, Normalstahl sein, ersetzt und macht diese Messung auch wieder bei unterschiedlichen Normallasten und misst dann beim Verschieben die Scherkraft und trägt dann diese Scherspannung über der Normalspannung auf, erhält den sogenannten Wandfließort, also das wäre der Fließort, und erhält hier die Maß für die Wandreibung, also den inneren, den Wandreibungswinkel. Hier ist nochmal ein Gedankenmodell dargestellt, also diese Schüttgutfestigkeit. Was führt dazu, dass sich eine Brücke bildet? Das ist die Schüttgutfestigkeit. Stellen Sie sich vor, Sie haben feuchten Sand. Mit dem feuchten Sand können Sie schön ein derartiges Förmchen bauen. Dann können Sie später das Förmchen belasten und irgendwann ab einer bestimmten Last wird es in sich zusammenfallen. Das wäre dann diese Druckfestigkeit bei der Vorverfestigung. Das kann man bei vielen Schüttgütern aber nicht so einfach messen. Das muss man dann in dieser Scherzelle machen. Deshalb auch dieses Verfahren und bekommt dann eben diesen Wert. Gut, wenn man den dann hat, wenn man diese innere Reibung, Wandreibung, Druckfestigkeiten kennt, dann kann man mit dem Silo, mit den Drücken im Silo ermitteln, wo es denn zur Brücke kommen kann.
wann kann es zu einer Schüttgutbrücke kommen? Und da wird eben angenommen, dass eine Schüttgutbrücke so lange stabil ist, bis eine äußere auf sie wirkende Kraft sie zum Einbrechen bringt. Und diese äußere Kraft, das sind die Auflagekraft aus dem Eigengewicht der Schüttgutbrücke. Und die ist durchmesserabhängig. So, jetzt kann man aus diesem ganzen Verfahren dann diese Spannungen im Silo berechnen. Das hatten wir vorhin auch schon mal. Die Normalspannung, den Druckfestigkeitsverlauf, den haben wir im Scherversuch ermittelt. Das heißt, es gibt zu jeder Vorverfestigung eine Druckfestigkeit und es gibt hier diese Auflagespannung. Und jetzt ist eben genau dann die Brücke stabil, wenn diese Auflagespannung, die wir hier haben, kleiner ist als die Druckfestigkeit. Warum? Weil diese Auflagespannung das Einzige ist, was auf die Brücke von außen wirkt. Soweit die Theorie. Und damit kann man dann über eine Formel, zum Formelzusammenhang, diesen Durchmesser dann auch ausrechnen. Das heißt, nach dem Ganzen können wir jetzt den Kegelwinkel festlegen für Massenfluss und wir können den kritischen Auslaufdurchmesser bestimmen. Das heißt also, wir wissen jetzt, an welcher Stelle der Kollege seinen Hammer ansetzen muss. Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass wir uns Gedanken machen und sagen, naja, hier ist der kritische Auslauf. Also wenn wir weiter nach unten im Silo den Auslaufdurchmesser reduzieren müssen, dann brauchen wir in diesem Bereich Austraghilfen. Man könnte natürlich auch von vornherein, das könnten jetzt hier lokale Belüftungen sein, das könnten Vibrationsgeräte sein, da sehen Sie hier auf der Messe ungefähr alles, was es gibt, was man dort einsetzen könnte als Austraghilfe. Auf jeden Fall, Sie müssen wissen, ab welchem Durchmesser Sie es brauchen. Jetzt gibt es noch einen zweiten Effekt dazu bei der Festigkeit. Alles, was wir jetzt gemessen haben, ist eben unmittelbar. Nach der Vorverfestigung wird das Produkt abgeschert, dann hat man die Festigkeit. Wenn das Produkt aber länger lagert, bei einem längere Lagerzeit unter einem erhöhten Druck, dann steigt die Festigkeit an und dann wird dieser kritische Auslauf hier immer größer. Das heißt, je länger das Produkt im Silolager liegt, desto größer wird der kritische Auslaufdurchmesser. Und hier wäre jetzt eben die Lagerzeit 0, da ist es am kleinsten und wenn es jetzt dann, ich sag mal, 1 oder 2 oder 1, wenn es länger liegt, wird der Auslaufdurchmesser größer. Ja, auch da kann man natürlich wieder dem Kollegen sagen, wenn es 3 Tage gestanden hat, musst du einfach weiter oben klopfen. Oder wir machen es eben mit der richtigen Austraghilfe. Also wir wissen jetzt, welchen Auslaufdurchmesser wir haben und das nächste ist natürlich die Auswahl der Austraghilfe selbst. Das wäre jetzt wieder ein extra Kapitel, das dauert auch alles ja, relativ lang und es ist auf jeden Fall, es gibt unterschiedliche Ansätze. Grundsätzlich hat man mechanische oder pneumatische Austraghilfen, wenn man sie denn braucht. Hier wäre jetzt eben ein Vibrationsboden dargestellt. Der funktioniert so, dass er unten angeflanscht wird. Der untere Teil bewegt sich und das Produkt wird dadurch losgerüttelt. Es gibt andere Schneckenböden, umlaufende Schnecken aller Art. Und komplette andere Strategie ist eben, dass man pneumatische Austraghilfen verwendet. Da versucht man, feine Produkte mit Luft zu fluidisieren und dadurch aufzulockern, die Haftkräfte aufzuheben, damit das Produkt in Fluss kommt. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Austragskegel mit einer kompletten Kegelbelüftung. Dann gibt es auch hier solche lokalen Pads. Und das ist überhaupt gar keine Wertung. Es gibt alles Mögliche. Aber Sie wissen nach dem Scherversuch, in welcher Höhe Sie die einsetzen müssen. So. Dann kommen wir jetzt zu der Silo-Auslegung an einem Beispiel. Die Ergebnisse aus dem Scherversuch, das sind solche Fließorte. Man kann dann aus diesem Fließort diese Winkel für die innere Reibung ablesen. Und die gemessene innere Reibung für dieses Schüttgut, das war jetzt hier 34 Grad, das war ein Polyestermaterial, Polyestermalgut. Und man hat die Wandreibung gemessen vom Produkt auf der Aluminiumwand, weil es Aluminiumsilo war, und hat dann kann man diese Werte hier eintragen in dieses Auslegediagramm von Jenicke. Wie funktioniert das eigentlich? Man hat hier auf der einen Achse
den Kegelwinkel, auf der anderen Achse den Wandreibungswinkel aufgetragen. Und dann wird dieses Diagramm zweigeteilt in einen Massenflussbereich und einen Kernflussbereich. Diese Grenzkurven, die sind jetzt gegeben durch die innere Reibung des Produktes. Jetzt nehmen wir einfach an, das Blaue ist die innere Reibung des Polyestermaterials. Dann wären alle Punkte, die man findet, unterhalb der Kurve, Wandreibungswinkel zum Beispiel 20 Grad und Kegel, Trichterneigung 20 Grad hier, der wäre unterhalb der Kurve, also im Massenflussbereich. Damit haben Sie die Gewissheit, es wird ein Massenflusssilo sein. Wenn Sie jetzt den Kegel bei demselben Wandreibungswinkel aber flacher ausführen, das heißt, wenn dieser Trichter-Wandneigungswinkel jetzt immer flacher wird, dann haben Sie irgendwann die Überschreitung dieser Linie und sind dann im Kernflussgebiet. Das wäre also jetzt bei 30 Grad der typische Silokegel mit 60 Grad Öffnungswinkel oder 30 Grad halben Öffnungswinkel, wird ja oft als Massenflusskegel angesehen. Das ist er natürlich überhaupt nicht, sondern in diesem Beispiel wäre das natürlich auch ein eindeutiger Kernfluss. Wie gesagt, man sucht sich dann jetzt diesen Schnittpunkt. Trichterwandneigung kann man dann hier ablesen. Das ist ein rechnerischer Wert. Dann packt man noch eine Sicherheit dazu. Und am Ende würde man jetzt für dieses Beispiel eine 33 Grad Neigung zulassen. Und weil die Wandreibung für dieses Produkt eben nur 15 Grad war und keine 20. Das war ja das Positive dran. Und dann müssen wir aber noch den Auslaufdurchmesser ermitteln und das macht man wiederum aus der Auswertung der Festigkeiten, die man bei der inneren Reibung hat. Und dann bei diesem Produkt war der kritische Auslaufdurchmesser berechnet dann 800 mm. Da hat man dann einen Vibrationsboden mit 1200 am Silo-Auslauf angeflanscht auf der sicheren Seite, weil der Unterschied dann auch nicht mehr so groß ist, wenn man sowieso was macht. Das wäre so das Thema Silo-Auslegung, verfahrenstechnische Silo-Auslegung. Jetzt hätte ich noch zwei Beispiele für Prozesse. Einmal homogenisieren. Silos werden auch oft zum Homogenisieren benutzt. Und da gibt es eine Bauart, bei der auch das Schüttgutfließen eine sehr entscheidende Rolle spielt. Das sind eben Schwerkraftmischer, die entweder als Röhrenmischer oder als Trichtermischer ausgeführt werden. Die funktionieren so, dass das Produkt an verschiedenen Stellen hier abgezogen werden, zusammengeführt werden, hat man gemischtes Produkt. Hier ist es auch unheimlich wichtig, dass man Massenfluss hat, damit das gesamte Produkt auch am Prozess teilnehmen kann. Ein anderes Beispiel wäre dieser Trichtermischer. Hier spielen die Fließeigenschaften wieder eine Rolle. Also hier nutzt man die unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten. In der Mitte fließt das Produkt sehr schnell, am Rand fließt das Produkt sehr langsam. Dadurch erhält man eben Mischungseffekte. Da muss man die Fließeigenschaften eben kennen, damit hier sich eben keine Todzonen bilden, damit das Produkt auch jetzt nicht wie Wasser zum Beispiel fließt, dann hat man auch einen schlechten Mischeffekt. Das muss man einfach alles dabei berücksichtigen. Auf die Mischer würde ich dann weiter nicht mehr eingehen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Ein anderer Prozess wäre noch Entgasen, Trocknen oder Heizen oder Kühlen in Silos. Sie können natürlich in ein Silo, in dem Schüttgut gelagert ist, auch Gas einblasen. Und mit dem Gas können Sie zum Beispiel, also mit Luft zum Beispiel, können Sie Produkt trocknen, Sie entfernen das Wasser. Sie können es entgasen, dann entfernen Sie Kohlenwasserstoffe. Sie können heizen oder kühlen, dann bringen Sie Wärme rein oder führen Wärme ab. Sie können Katalysator deaktivieren, das macht man in einigen Kunststoffherstellprozessen oder das Ganze einfach nur inertisieren. Vorteilhaft ist das Ganze, wenn man sehr lange Verweilzeiten für das Ganze braucht, weil Silos eben groß sind, bezogen auf den Massenstrom, der durchgeht. Und deshalb kann man Produkt dort sehr lange, sehr konstant mit einer engen Verweilzeitverteilung behandeln. So ist denn ein Massenflusssilo ist. Es gibt verschiedene Einbauten, um die Luft einzubringen vielleicht noch. Einbauten, haben wir gelernt von Harald Wilms, sind immer schlecht, deshalb lassen wir die weg. Und eine ganz gute Variante ist, wenn man eben einen Ringkanal vorsieht, dass man keine zusätzlichen Stutzen braucht. Und das wäre jetzt das Schüttgut. Man bläst hier das Produkt ein und das Produkt wirkt sozusagen als Gleichrichter. Damit komme ich zur Zusammenfassung. Man muss für den störungsfreien Betrieb von Siloanlagen die Silos verfahrenstechnisch richtig auslegen.
So können dann Fließprobleme und auch Folgeprobleme vermieden werden, und zwar vorab vermieden werden. In Laborversuchen kann man relativ kleine Materialproben, die unbedingt repräsentativ sein sollen, untersuchen und kann die Schüttguteigenschaften damit ermitteln und die verfahrenstechnische Siloauslegung machen. Also es ist durchaus kein Problem für ein 1000 Kubikmeter großes Silo mit einer 5 Kilogramm großen Materialprobe ein Silo auszulegen. Es gibt eben ein jahrzehntelang bewährtes Verfahren für die Auslegung und es ist eigentlich auch ein relativ konservatives. Wenn Sie das so machen, passiert eigentlich auch nichts, wenn Sie es richtig machen. Die Auswahl der Austraghilfe selbst erfordert wieder weitere Kenntnis und auch gegebenenfalls Erfahrung. Allerdings ist die Dimensionierung der Austraghilfe unbedingt anhand der ermittelten kritischen Durchmesser durchzuführen und nicht 50% vom Silodurchmesser, was oft genommen wird. Und mit Sicherheit nicht falsch sein muss, aber auch nicht richtig sein muss. Im Vergleich zu Stillständen von Anlagen sind die Kosten für die ganzen Vorabuntersuchungen wirklich gering. Und am besten macht man es von Anfang an richtig. Und die vorgestellte Vorgehensweise, die kann auch als Voraussetzung für diese Prozessauslegung verwendet werden. Damit wäre ich am Ende angekommen und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Hans, für